So, herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe über die wendländischen Rundlingsdörfer. Wie ihr hier in der Zeitung vom 28. Oktober 2013 sehen könnt, sind aktuell 19 Rundlinge im Welterbeprojekt enthalten. Hier könnt ihr die 19 Rundlingsdörfer nachlesen, sage ich mal. Für weitere Informationen guckt ihr zum Beispiel mein erstes Video über die Rundlinge, und weitere Informationen findet ihr auch noch in der Videobeschreibung. Und ja, dann zeige ich euch jetzt mal weiter die Rundlinge. Viel Spaß! Ja, und damit herzlich willkommen zum 10. Teil meiner Reise durch die wendländischen Rundlinge. Und ihr seht es selbst, die Wege hier sind relativ kurz, also mit dem Fahrrad zum Beispiel gut zu bewältigen. Wir befinden uns also heute in dem Ort Dausen. So, wir gehen jetzt also Richtung Rundling. Die Ortsdurchfahrt führt hier links entlang. Und wenn wir hier rechts rüber blicken, schauen wir schon in den Rundling hinein. Ganz großartig. Was diese Häuser wohl immer alles so erzählen könnten. Und immer die typische Bauweise. Geht mal hin, 1882. Seht mal hier das Dach ganz weit runtergezogen. Ganz, ganz große Klasse. Letzten Schwenk möchte ich mich wieder von euch verabschieden und hoffe, wir sehen uns beim 11. Teil wieder. Also, bis denn!